Herr Präsident, Frau Kommissionspräsidentin, Kanzlerin Merkels Versprechen war unmissverständlich. Es wird weder Eurobonds noch Corona-Bonds geben. Und nun? Nun stimmt sie einem sogenannten Wiederaufbaufonds mit einem Volumen von 500 Milliarden Euro zu. Die supergroße, zunächst kreditäre, dann steuerlich zu refinanzierende Geschenke-Gießkanne für die Europäische Kommission. Ohne Rechtsgrundlage einstweilen, denn der EU ist aus gutem Grund eigene Kreditaufnahme bislang verwehrt, was im allgemeinen Irrsinn dieser Tage aber niemand mehr zu stören scheint. Und nun kommen Sie, Frau Kommissionspräsidentin, heute hierher und fordern, dieser vollendete Wahnsinn sei Ihnen noch nicht genug. Sie wollen noch einmal eine Schippe von 250 Milliarden Euro mehr zur Verfügung haben. Das ist, so sage ich das ganz deutlich, komplett irre. Der für diesen Irrsinn von den Bürgern der Union zu entrichtende Preis wird gigantisch sein. Sie werfen mit dem Geld, nicht Ihrem, sondern dem der Steuerzahler, nur so um sich, als gäbe es kein Morgen. Was Sie tun, ist vollständig verantwortungslos. Es ist erkenntnisbefreite Voodoo-Ökonomik, die Sie hier den Bürgern aufbürden. Es ist sowohl Geld als auch finanzpolitisches Harakiri. Noch verstehen die meisten Menschen das nicht, weil ganz andere Sorgen sie plagen und weil sie auch nicht gewohnt sind, in so großen Zahlenkategorien zu denken. Das machen Sie sich mit Ihren absurden Absichten zunutze, die Sie auch noch so heuchlerisch wie falsch als Solidarität anpreisen. Es wird ein bitterböses Erwachen geben. Ich flehe die Regierungen Österreichs, der Niederlande, Dänemarks und Schwedens an, diesem Wahnsinn die Zustimmung zu verweigern. Dankeschön.